Ihr kennt das, ihr steht unter der Dusche und Elton John singt euren Song. Auf dem Weg zur Arbeit könntet ihr, wie Peter Gabriel, den Vorschlaghammer rausholen. Nick Kershaw lässt die Sonne einfach nicht untergehen. Und abends im Bergheim denkt ihr euch, ich könnte auch 91.4 hören. Eure Gebete wurden erhört. Karl-Heinz Johnson, die Kapelle für alle Fälle, die sich nicht zwischen 80s Pop und 90er Knödelrock entscheiden will. Zusammen mit Y und den Feminists polieren wir die Böden des Cassiopeias. Also sei dabei, 23.09.